Hoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 der DLC. Wir sind hier gerade am Unruhestiften noch. Wir haben den letzten Part aufgehört bei der Rede von Washington. Bärenkräfte wieder. Bärenkräfte, so. Allahu Akbar, Tod an Ungläubigen. So, dann nehmen wir hier jetzt wieder die Flugkräfte erstmal. Ich hätte das einfach so machen können. Rebellenanführer eskortieren, habe ich gar keinen Bock drauf. Und haben wir hier noch schön nicht. Ja, den töten, das kennen wir doch gut. Tschüss. Au. Au. Das sieht schmerzhaft aus. Ich könnte ja eigentlich die Bergkräfte wieder hinlegen, weil ich sowieso keinen Bock habe auf das Umringen. Ich schaue 1,2 Meter weg wieder. Das übliche halt. Ich weiß, dass meine Gesundheit rapide sinkt. Dankeschön, Spiel. Zu viel Unruhe. Ach, das ist Nagel, die soll ich verprügeln. Oh Gott, ey. Das kann ich auch gut. So. Dann nehmen wir den Bären wieder. Schicken wir ein paar Zivilisten. Und jetzt geht der nächste Scheiß weiter. Zum Markt gehen. Oh, zum Glück direkt neben uns. So. Neue YouTube-Benachrichtigung, habe ich einen neuen Kommentar bekommen. Ja, danke Niki. Auf mein Montaro-Video. Oh, die gibt es immer noch die Teile. Sehr gut. Dann fliegen wir jetzt da hoch. Fliegen wir jetzt da hoch. Und gucken mal, was der Partner uns hier noch bringt. Ich wollte gerade überspringen schon. Gute Animation, die einfach gar nicht funktionieren. Wundervolles Spiel. Ein Schritt nach dem anderen. Okay, da gab es nicht mehr Sonderziele, what the fuck. Du kannst ja Sonderziele mal von einem etwas oder so. Die Zivilisten haben ich auch schon alle durchgefüttert. Zwischen dem letzten, nein, also vor dem letzten Part. Na, hier geht's dir, das Signal. Das kennen wir auch bestimmt. Kennen wir nicht. Alle Viertel der Stadt sind bereit für den Aufstand. Endlich werden wir Washington stürzen. Ich vertraute ihm voll und ganz, als wir gegen die Briten kämpften. Seltsam, dass ich ein paar Jahre später alles riskiere, um ihn zu entmachten. Ist alles vorbereitet für mein Signal? Ich habe jetzt einen Mann im Militärbezirk. Er wird wissen, wo wir Schwachstellen finden. Wir geben das Signal zum Beginn der Revolution und zerstören gleichzeitig ihr ganzes Schießpulver. Gegen die Briten. Ach so. Stimmt, die Briten waren die Rotröcke. Oh, gut, jetzt macht die ganze Geschichte von Amerika ein bisschen mehr Sinn als vorher. Okay, ich hab gar keine Ahnung, was ich vorgedacht habe, also im Endeffekt bleibt die Geschichte gleich. Oh, da ist einer. Tschüss. Wieso, jetzt fliegen wir hier irgendwo hin. Die sehen mich nicht. Mindestens 3 Opfer eines Erschießens kann man noch nicht. Den König und das Land werden diese Männer zum schmachvollen Tod durch Erschießen verurteilt. Auf! Ich kriege ihn!
Warte mal. Ich nehme wieder unsere stumpfe Waffe. Oh, ich tue bitte die jetzt. Und die soll ich jetzt befreien oder was? Den kenne ich doch. Das ist doch hier Godfrey oder nicht? Oder Terry? Nee, Godfrey müsste das sein. Gottverdammt, Mann. Hättest du nicht etwas eher kommen können? Wir müssen schnell die Sprengung auslösen. Ja nun, es gibt keinen leichten Weg zum Schießpulver. Meiner Meinung nach sollten wir den Turm da drüben in Brand setzen und dann auf das Lager stürzen lassen. Ich setze den Turm in Brand. Du stellst diese Pulverfässer an seinem Fuß auf. Hatten wir das nicht schon mal? Sind wir fast gestorben? Muss ich so laden? Kann ich den Checkpoint laden? Ich habe das nämlich nicht gelesen. Ich habe gerade im WhatsApp geguckt. Und dann dachte ich so, ach, ich kann einfach mal los. Nur mit Hilfe des Adlerflugs. Na gut, habe ich geschafft. Tschüss. Tschüss. Allahu Akbar. Findet die Verräter! Siehst mir nicht, du siehst mir nicht. Das Pulver ist an Ort und Stelle. Gleich wirst du bluten. Warte kurz. Pistole. Nein. Schieß doch darauf. Bärenkräfte. Gut, dann machen wir es mal. 5 Waffen. Hey, what the fuck? Ich konnte mich gerade nicht befreien. Dann waffen wir die einfach erst, bis wir die Bärenkräfte wieder haben. Das wollte ich doch gar nicht. Das ist nicht so erfolgreich funktioniert, wie ich dachte. Hat nicht so erfolgreich funktioniert, wie ich dachte. Okay. Jetzt laufen wir ein bisschen schneller auf. Z-
Zum Glück sind wir weggelaufen, nicht wahr? Wir sind doch weggelaufen, oder? Jetzt, ansonsten wären wir jetzt Matsch. Jo. Wieso töten die nicht einfach? Junge Mandianer, Ureinwohner Amerikas. Wir wollen politisch korrekt bleiben. Nein, wollen wir nicht. Habe ich geschafft? Habe ich geschafft? Und habe ich geschafft. Vollsynchronisation, ich weiß. Das brennt ein bisschen. Der Turm ist weg. Kann ich das eigentlich so jetzt starten von der Karte aus? Oder bin ich dafür zu weit? Ach gut. Sehr gut. Wir können uns das Schwert nochmal wiederholen. Also ich glaube, man kann sich zwischen diesen beiden Waffen entscheiden. Weil, das habe ich mir auch so gedacht. Ich habe doch die Scheiße eingesammelt gerade. Man kann entweder die Eisenkeile haben oder das Schwert. Also das Schwert haben, weil Schwert geiler ist. Weil ich ein Schwert-Fan bin. Wie lange haben wir noch? 8 Minuten, ne? Da sollten wir es eigentlich schaffen. Die haben ganz Zivilisten, ja, wer kennen wir mal? Mir haben die auch nicht geholfen. Jetzt fliegt doch nicht mal da hoch, was ist denn los mit dir? Wieso fliegst du immer auf den erstbesten Scheiß, den du findest? Ich zieh doch extra so weit nach oben, dass du irgendwo da hinten hingehst, aber nein. Hey, da ist eine Kiste, 1 Meter von mir weg, fliege ich erstmal dahin. Könnte ja safe sein. Was heißt safe? Das macht doch gar keinen Sinn für mich. Oh Gott. Oh Gott, was da explodiert. Ich helfe keinen Hunger in Zivilisten mehr. Schon Zivilisten geholfen. Und da ist so apokalyptische Stimmung, hier ist einfach so, ja, chill. Den Konvoi angreifen, habe ich auch schon genug gemacht. Tschüss, Pferdchen. Jetzt im Ernst! Na stimmt, das geht ja nicht. Also ich finde das echt lächerlich. Ich hasse das. Du gehst auf den Platz, alles ist frei, kommt ein Gegner und du bist tot. Beziehungsweise, naja, ich war nicht direkt tot, ich wurde ja tot geschlagen, aber ich gehe ganz chillig hin. Denk mir nicht schon, vor einmal bam, überall Gegner. Sehr gut. Okay, dann machen wir jetzt noch die Mission. Und jetzt ist da auch wieder diese Scheißkiste. Also man kann sich entscheiden. Habe ich richtig gedacht. 5 Minuten haben wir noch. Dann fangen wir die Mission noch an, würde ich sagen. Ist schon die Mission hier oben oder was? Ach da, ich hab sie gerade komplett übersehen. Hier. Hallo. Hallen der Ungerechtigkeit. Unser Plan funktioniert, mein Freund. Washingtons Truppen sind zerstreut. Der Palast ist unbewacht. Das sollte dir weiterhelfen.
Der Mechanismus ist raffiniert, aber du wirst es sicher entschlüsseln können. Nun, ja, ich habe Kräfte. Ich sehe euch wieder, wenn ich erfolgreich war. Ich glaube, den Part mache ich einfach länger, falls es ein bisschen länger dauert. Außer die Credits, die nehme ich nicht mit auf, glaube ich. Ich habe keinen Bock auf 30.000 Stunden Credits. Obwohl, können wir so ein scheiß Szene können. Ich habe keinen Bock zusammenzuschneiden. Ich nehme eigentlich nur die rohen Shadowplay-Dateien, die hier 50.000 Kabels aufnehme und dann gehe ich. Ja, was heißt, ich gehe, ich lasse hoch. Ich bin gerade ein bisschen mentally challenged. Oh, die Tür ist sogar, nachdem ich sie aufgemacht habe. Welch Wunder. Okay. Hinweise. Das war das falsch, ich wollte fliegen. Warum ist der locker? Locker, soll ich den da töten? Anscheinend nicht, nein. So, was haben wir hier? Welches Ziel war denn hier oben? Und da unten ist auch noch irgendwas, oder? Was haben wir denn hier? Diese Türen wurden aufgebrochen. Hä? Und jetzt? Was soll man das jetzt sagen? Mutter, du konntest Washington nicht aufhalten. Aber vielleicht kann ich dir zu ihm folgen. Das, was ich schon vorher gemacht habe, weil ich mir das direkt gedacht habe, war nein. Oh, ich glaube, der Part geht noch ein bisschen länger. Wie lange haben wir denn jetzt noch? 2 Minuten, ne? Gehen wir auch noch ein bisschen weiter. Ich wollte fliegen. Jemand im Palast. Das kam von der anderen Seite. Schießt auf alles, was hier durchkommt. Obwohl. Nee, war es nicht, aber. Die waren direkt vor mir, die waren nicht hinter mir. Also. Keine Tiere, Washington. Was mache ich denn? Nehmen wir mal unser Schwert. Das ist das cool. So, ich glaube, der Part ist gleich vorbei. Ja, nach 40 Sekunden. Ich würde aber trotzdem sagen, wir machen dieser Stelle eine kleine Pause und machen am nächsten Part weiter. Und ja, ich hoffe mal, der Part geht dann nicht so lange in den nächsten Part, weil ich wollte noch dieses kleine Zusatzteil da wieder angucken. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.